wir auch gleich übergehen zum nächsten thematischen Punkt. Wie rede ich mit KlimagegnerInnen? Zu dem Thema gibt es wieder eine Menti-Frage. Würde ich mich freuen, wenn ihr bei Menti euch einloggt, kurz den QR-Code scannt und die Frage beantwortet. Kurz zu der Vortragenden, das ist Katharina van Bronswijk. Sie ist studierte Psychologin und zudem Psychotherapeutin, hat einen Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendpsychotherapie und Gruppentherapie und zudem auch einen Fokus auf Klimapsychologie gesetzt. Sie ist außerdem Sprecherin für Psychologists for Future und freiberuflich in einer eigenen Praxis für Verhaltenstherapie tätig. Wir sehen jetzt schon, dass da die Antworten einstrudeln sozusagen und damit würde ich das auch gleich übergeben wollen. Danke sehr, ich freue mich total, da zu sein. Ich mache auch Therapie mit Erwachsenen, das sage ich vielleicht nochmal dazu. Ja, wir haben gerade schon von der Habibi Kohlen gehört, dass wir ja alle einen kleinen Klimagegner in uns haben, sage ich jetzt mal. Also wir brauchen das ja ein Stück weit auch, dass wir das Thema auch mal abwehren. Aber trotzdem ist es eine sehr häufige Frage, wie rede ich denn eigentlich mit Menschen, die da eine ganz andere Meinung haben als ich? Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ihr meine Folien schon sehen könnt. Doch, jetzt müsstet ihr sie sehen können. Also, wie rede ich am besten mit Leuten, mit denen ich gefühlt nichts gemeinsam habe, was dieses Thema angeht? Natürlich ist das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir mit Menschen ins Gespräch über die Klimakrise kommen können, irgendwie als Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt inhaltlich Bescheid wissen können oder ein Gefahrbewusstsein irgendeiner Art und Weise haben. Und dafür ist es natürlich wirklich wesentlich gewesen, dass Ölfirmen dafür bezahlt haben, wie jetzt in diesem Fall Exxon, dass bestimmte Studien eben nicht veröffentlicht worden sind, die sie selber schon in der Schublade hatten dazu, welche Auswirkungen die Klimakrise hat. Es ist aber wichtig, wenn man mit Menschen ins Gespräch über die Klimakrise geht, man kann eigentlich in Deutschland davon ausgehen, dass der vor einem steht, grundsätzlich Bescheid weiß. Ein Großteil der Bevölkerung sagt, dass sie die Klimakrise als sehr wichtiges Problem empfinden. Je nach Umfrage irgendwas zwischen und nach Fragestellung, wie man jetzt genau fragt, 20% bis 90%. Also eigentlich kann man sich relativ sicher sein, dass man so die Basic Facts mit Menschen nicht mehr besprechen muss. Das ist also weniger das Problem. Sondern häufig gibt es eben andere Probleme. Und das hat auch mit der ersten Frage zu tun, die wir euch gerade schon über Mentimeter gestellt haben. Es geht nämlich häufig um Gefühle. Das ist ja einfach unangenehm. Und Dilaram hat ja gerade schon vorgestellt, wie viele Mechanismen wir haben, die verhindern, dass wir uns dessen irgendwie so richtig bewusst werden und uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen müssen. Ich habe dafür als Verhaltenstherapeutin ein bisschen andere Vokabeln. Aber erstmal will ich noch einen kleinen Exkurs machen zum Thema Verschwörungsmentalität. Weil bei diesen Menschen haben wir tatsächlich nochmal ein bisschen andere Grundlage, weil bei denen Fakten nicht mehr zählen. Also da ist das Gefahrenbewusstsein in diesem Sinne gar nicht mehr vorhanden. Und ich erkläre euch einmal, wie es zur Verschwörungsmentalität kommt. Also man nehme eine mächtige Gruppe oder eine als mächtig wahrgenommene Gruppe in der Gesellschaft. Das können PolitikerInnen sein, Banker oder auch WissenschaftlerInnen, die ja nur jetzt irgendwie nicht so mega mächtig sind, aber als mächtig empfunden werden. Eine Mehrheit, der sich die betroffene oder betreffende Person zugehörig fühlt und bei der betreffenden Person ein Misstrauen in offizielle Quellen, was ja damit einhergeht, dass sie PolitikerInnen oder BankerInnen oder WissenschaftlerInnen nicht vertrauen. Also ein Misstrauen in diese Quellen. Dementsprechend, wenn Informationen von diesen offiziellen Quellen kommen, dann können die sozusagen dem Mindset der Menschen nicht mehr eine korrigierende Komponente beibringen und ein Gefühl fehlender Kontrolle oder Einflussnahmemöglichkeit auf der systemischen Ebene. Das ist ganz wichtig, das ist der Unterschied zu paranoidem Denken zum Beispiel, dass es um gefühlte Ohnmacht auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene geht. Also ich fühle mich oder mein Teil der Gesellschaft, meine wahrgenommene Mehrheit, als ohnmächtig in diesem gesellschaftlichen Kontext. Deswegen ist das Feindbild eben die offiziellen Quellen und Politik und wer auch alles damit zusammenhängt. Und das Bedürfnis,
jemand oder etwas Besonderes zu sein. Also ein bisschen was Narzisstisches haben wir bei Verschwörungsmentalität tatsächlich auch. Die wollen sozusagen dann diejenigen sein, die es verstanden haben und sich über alle Schafe erheben, weil sie verstanden haben, welche Bedrohung ausgeht von dieser als mächtig empfundenen Gruppe. Warum ich das jetzt hier so ausführlich erklärt habe, ist, es geht am Ende um Gefühle und nicht um Fakten bei Verschwörungsmentalität. Deswegen hilft es auch nicht, wenn man versucht, denen mit Fakten irgendwie argumentativ zu begegnen, weil sie deinen Quellen erstens nicht glauben und zweitens das am Problem vorbeigeht, und zwar diesem Ohnmachtsgefühl auf der systemischen Ebene. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo man mit den Leuten einsteigen muss, zu gucken, okay, an welcher Stelle fühlst du dich von unserem System verarscht und warum? Und sozusagen dann dieses Gefühl zu validieren, nennen Psychologen das, also das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, mir geht es vielleicht manchmal auch so. Als aktiver Mensch in der Klimabewegung bin ich auch manchmal unzufrieden damit, wie Politik Dinge gestaltet. Mit der Wissenschaft vielleicht weniger. Aber das ist dann vielleicht so ein Punkt, wo man einhaken kann und mit diesen Menschen wieder ins Gespräch kommt. Und es gibt Erkenntnisse dazu, dass vor allen Dingen Angehörige und Freunde, den Menschen mit Verschwörungsmentalität glauben, das schaffen können, diese Barriere zu durchbrechen. Es ist super anstrengend. Muss man sich gut überlegen, ob man da Lust drauf hat. Verschwörungsmentalität ist auch nicht ganz oder gar nicht, sondern es ist ein Kontinuum. Das heißt, wir können, wenn wir frühzeitig anfangen, mit Menschen darüber zu reden, verhindern, dass die da so richtig reinkommen. Das vielleicht so als Mutmacher. Okay, zurück zum Thema Gefahrenbewusstsein. Ich finde dieses Modell von Fiedler und Kessel immer ganz spannend. Es gibt noch viel mehr psychologische Erklärungsmodelle, die umweltrelevantes Verhalten erklären. Aber hier finde ich das immer so wunderschön plakativ, dass wir keine direkte Verbindung haben zwischen dem Wissen und dem Handeln. Und das ist was wir immer falsch machen, dass wir denken, wenn wir den Leuten nur die Fakten um die Ohren knallen, dann werden die schon irgendwann handeln. Nein, werden sie nicht, weil diese Fakten auf einen Nährboden fallen müssen. Also warum sind diese Fakten für denjenigen relevant, der die gerade hört? Wenn mir die Umwelt am Arsch vorbeigeht, ich sage das so ganz plakativ, dann werde ich mich für diese Fakten nicht interessieren. Also wenn mir die Eisbären egal sind, dann ist es mir egal, wenn die sterben. Wenn mir die Menschen im globalen Süden egal sind, dann ist mir auch das egal, wenn die sterben. Das ist vielleicht ganz weit weg von unseren Werten und unseren Einstellungen. Aber das ist halt einfach so. Also wir müssen irgendwie versuchen, bei den Menschen einzuhaken und denen zu erklären, warum dieses Thema für sie persönlich relevant ist, warum diese Fakten für sie irgendeine Bedeutung haben. Und das hier sind sozusagen die universellen Werte, die Schwarz gefunden hat bei Menschen. Wir haben sozusagen vier verschiedene Wertecluster. Einmal die Selbsttranszendenz, da gehört sowas dazu wie Universalismus, Wohlwollen gegenüber Menschen. Dann haben wir das Thema Wahrung des Bestehenden. Da gehört Konformität dazu, Traditionalität und Sicherheit. Den Bereich Selbsterhöhung, da geht es um so Werte wie Macht oder Leistung oder Hedonismus. Und den Bereich Offenheit für Neues, wo auch Hedonismus mit sozusagen reingehört. Stimulation und Selbstbestimmung. Das sind so grundsätzliche Werte, die Menschen haben. Und es macht einfach Sinn zu gucken, was ist der mir gegenüber so für einen Mensch, was könnten vielleicht Werte sein, die dem wichtig sind? Vielleicht aufgrund seines Lebensstils oder von dem, was er gerade so erzählt hat, kann ich vielleicht darauf schließen, was ihm wichtig ist. Und dann kann man darauf Bezug nehmen und sagen, so hey, wenn die Sicherheit wichtig ist. Übrigens, die Klimakrise bedroht die weltweite Sicherheit, weil es Ressourcenkonflikte geben könnte und Kriege, die darüber ausbrechen. Also dann kommt man vielleicht darüber ins Gespräch. Wichtig ist aber tendenziell mehr zuhören als reden. Weil, also je nachdem, wie lange man den anderen kennt, aber es eben vor allen Dingen erstmal darum geht, rauszufinden, was ist das für eine Person, mit der ich hier gerade spreche und warum könnte das dieser Person wichtig sein? Und wenn wir als Menschen dann eine Diskrepanz wahrnehmen zwischen dem, wie wir gerne wären, unseren Werten entsprechend, und dem, was wir tun, dann entsteht kognitive Dissonanz. Dann sind wir nämlich gleich bei den Gefühlen. Also wenn ich merke, ich bin gar nicht so oder ich handle gar nicht so, wie ich das eigentlich von mir erwarten würde, dann empfinden wir das, was Verhalten, also PsychologInnen kognitive Dissonanz nennen, so ein ungutes Bauchgefühl. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich diese Diskrepanz wahrnehme. Es fühlt sich nämlich nicht gut an. Und da habe ich diese Appraisal-Theorie von Lazarus mitgebracht. Wir nehmen sozusagen einen Stressor wahr, in dem Fall diese kognitive Dissonanz.
Dann interpretieren wir erstmal, okay, ist das für mich relevant oder nicht? Oder vielleicht sogar positiv. Wenn ich das im Endeffekt als negativ einstufe, dann gibt es eine zweite Beurteilungsebene, wo ich dann gucke, okay, wie kann ich damit umgehen? Habe ich ausreichend Ressourcen, damit umzugehen? Alles super, kein Stress. Habe ich nicht ausreichend Ressourcen, um damit umzugehen oder mein Verhalten zu verändern? In dem Fall habe ich Stress. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit diesem Stress um? Das nennt man dann als Psychologe Coping. Wie gehe ich mit dem Stress um? Es gibt einerseits das problemorientierte Coping. Das würde in dem Fall heißen, ich verändere mein Verhalten, sodass es zu meinen Werten passt. Das geht aber in unserer Gesellschaft de facto nicht immer. Und das Schwierige ist auch, dass Konsum von Statussymbolen bei uns in der Gesellschaft ein wichtiger Identitätsfaktor ist. Wir definieren uns darüber, also nicht wir, aber viele Menschen definieren sich darüber, welches Auto sie fahren, welche Uhr sie tragen und so weiter. Und das kann man ja nicht mal so easy aufgeben. Also da müsste man ja gefühlt die ganze Person umstricken. Und deswegen gibt es als anderen Ausweg das sogenannte emotionsorientierte Coping. Also ich verändere einfach meine Einstellung zur Situation. Das nennen Psychologen dann kognitive Dissonanzreduktion. Das heißt, wenn ich mein Verhalten nicht anpassen kann, dann passe ich sozusagen meine Einstellung zur Situation so an, dass ich mir denke, ja, naja, also so wichtig ist das jetzt vielleicht gar nicht, ob ich auf diese Flugreise verzichte, weil das Flugzeug fliegt ja eh. Da sind wir wieder bei den Abwehrmechanismen. Oder man sagt sich, ja, naja, aber ich esse ja kein Fleisch und deswegen darf ich das. Und dann sind wir bei den ganzen Verzögerungsdiskursen, wo Menschen das Problem grundsätzlich anerkennen, aber... Und ich finde diese Studie von Lamb und Kollegen super spannend, das ist jetzt die deutsche Übersetzung von diesen Verzögerungsdiskursen, wo man dann sagt, okay, es gibt halt sozusagen vier Überkategorien. Das eine ist sozusagen, die Verantwortung weiterzugeben und zu sagen, ja, aber China und Indien und die USA, die müssen ja auch erst... oder dass man so Whataboutism, das ist was Fridays for Future am Anfang viel begegnet ist, dass sie gesagt haben, ja, die Jugendlichen mögen ja recht haben mit dem Klimathema, aber die benutzen ja auch alle ein Smartphone und sind bestimmt schon mal mit dem Auto durch die Gegend gefahren worden und deswegen dürfen die das gar nicht sagen, also dieser Whataboutism. Oder dass wir auf Scheinlösungen verweisen. Da sind wir viel beim Technologieglauben. Herr Altmaier ist da immer sehr gut drin zu sagen, unsere Ingenieure werden ganz tolle Lösungen finden. Und dann sagen die Ingenieure, also die Lösung haben wir noch nicht. Und wenn, dann sind sie noch nicht marktreif und mega teuer. Also das stimmt halt nicht. Und wir dürfen halt nicht warten. Aber das ist sozusagen der Ausweg der Psyche, dann zu sagen, okay, grundsätzlich stimme ich dem zu. Aber ich finde ganz viele tolle Gründe, warum das jetzt gerade noch nicht geht. Und weswegen ich sozusagen meine Schuldgefühle wieder abschalten kann, weil ich kann ja gar nicht anders. Wunderbar ist auch, Nachteile zu betonen, also immer zu sagen, ja, aber die armen Menschen, die auf dem Land wohnen und die dann nicht mehr, also für die das Benzin dann zu teuer ist und das geht dann nicht, ein gern genommenes Argument von Parteien, die ansonsten sich mit sozialer Gerechtigkeit irgendwie nie beschäftigen, außer wenn sie gerade in den Kram passt. Da merkt man dann, okay, hier ist es gerade kein ernster Zweifel, also natürlich ist es ein ernstes Thema, aber die nutzen das sozusagen, um es vorzuschieben, weil sie in anderen Kontexten dieses Thema nie so weit in den Vordergrund stellen würden. Das ist dann der Unterschied zwischen einem Verzögerungsdiskurs und einem ernst gemeinten Beitrag zur Debatte. Und ich finde, da wird nochmal deutlich, dass wir natürlich diese ganzen Probleme, so wie Dilara Habibi-Kohn schon gesagt hat, zusammendenken müssen und gemeinsam Lösungen dafür finden müssen. Wir dürfen es aber eben nicht als Ausrede dafür nehmen, Klimaschutz auf die lange Bank zu schieben. Und als vierte Kategorie, das Kapitulieren vor der Klimakrise und zu sagen, ja, naja, ist ja eh zu spät, dann kann ich ja jetzt noch ein schönes Leben haben nach mir die Sintflut. Das hilft halt auch nicht, dabei Lösungen zu finden. So, und wenn jetzt Menschen solche Argumente anbringen, kann man natürlich versuchen, mit anderen Argumenten gegenzuhalten, aber die werden dann wieder in andere Verzögerungsdiskurse reingehen, weil im Endeffekt geht es ja darum, wie die sich fühlen. Und dass die Angst vor dieser Transformation haben und Angst vor der Klimakrise haben. Und also wenn man sozusagen die Wahl hat zwischen Pech und Schwefel, ist ja irgendwie schwierig. So. Ja, also dann geht es vielleicht tatsächlich eher darum,
auf einer menschlichen Ebene und auch mit Bezug auf diese Gefühle irgendwie ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, aber wie würdest du dir denn die Lösung vorstellen oder was würdest du dir denn wünschen? Was gibt es vielleicht an positiven Visionen, auf die wir beide hinarbeiten wollen würden? Das heißt, das Geheimnis der PsychologInnen ist nicht, dass wir das Gehirn anderer Menschen sehen und Gedanken lesen können. Wir können auch niemanden manipulieren, dass er Dinge tut, die er nicht tun will. Sondern es geht einfach um so eine innere Haltung von Menschen überzeugen sich selbst. Das heißt, wir müssen ihnen eigentlich nur helfen mit der Art, wie wir mit ihnen reden und wie wir Fragen stellen, dass sie für sich selber einen Weg, einen Ausweg finden. Es gibt so zwei Sprüche bei den Psychotherapeuten. Der eine ist, don't work harder than your client. Also, ne, es ist wichtig, irgendwie sozusagen nicht mehr zu wollen, als der andere gerade kann. Und ich finde einen sehr schönen Spruch, der kommt aus Matrix. Ich kann dir den Zyno zeigen und durchgehen musst du selbst. Also wichtig ist hier sozusagen mit Neugier auf den anderen Menschen ins Gespräch zu gehen und wirklich erstmal nur zu versuchen, den zu verstehen und nicht den irgendwie überzeugen zu wollen, weil dann entsteht Reaktanz oder die Abwehrmechanismen kommen hoch. Das hilft uns nicht weiter. Das heißt, dass man sich halt angucken kann, und dafür ist dann Wissenschaft auch immer super, aus welchem Milieu kommt derjenige vielleicht. Das ist das neue Modell der Sinusmilieus. Das Sinus-Institut ist ein soziologisches Forschungsinstitut in Deutschland, die eine Einteilung machen nach sozialer Lage. Also da geht es um Bildungsniveau und Einkommen und den Werten, die Menschen haben. Und so dann sozusagen gucken, wie kann man unsere Bevölkerung clustern. Das neoökologische Milieu unten rechts ist übrigens neu. Das ist neu entstanden. Ich finde es mega geil, dass wir ein neoökologisches Milieu haben, was es vor 10 Jahren noch nicht gab. Also die Umweltbewegung hat definitiv schon um sich gegriffen. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, eigentlich hat das Sinus-Institut gesagt, die sozusagen die eher oben rechts in dem Bild sind, jetzt hier über der imaginären Linie, die ich eingezeichnet habe. Das sind alles Menschen, da ist die Frage nicht mehr, ob Nachhaltigkeit, sondern nur noch wie. Das heißt, mit denen müssen wir nur noch drüber reden, wie soll diese Zukunft aussehen und wie kommen wir dahin. Und der andere Teil der Gesellschaft, das sind die, die Angst haben vor der Transformation, die sich gegen diesen Nachhaltigkeits-Mainstream aufbäumen wollen, weil es entweder wertemäßig sehr, sehr weit von ihnen weg ist oder weil die einfach Abstiegsängste haben. Im prekären Milieu, auch im nostalgisch-bürgerlichen Milieu, haben wir ganz viele Existenzängste. Und da zeigt sich nochmal, dass es ganz wichtig ist, um eine Spaltung unserer Gesellschaft zu verhindern, dass wir soziale Themen und Nachhaltigkeitsthemen gemeinsam angehen und mit den Leuten darüber reden, was sind eure Sorgen, was ist das, was es für euch braucht, damit es euch gut geht und damit wir das zusammen wuppen. Und in dem Sinne, ein paar Tipps zur Kommunikation mit denen, zuhören. Möglichst viel zuhören. Ich weiß, das ist super schwer, wenn man irgendwie seine Message rüberbringen will, aber das ist Regel Nummer 1. Zuhören, Fragen stellen, versuchen, den anderen zu verstehen, neugierig sein, wertschätzend sein, mitfühlend sein mit dem anderen, Verständnis versuchen zu bekommen für seine aktuelle Lebenslage. Alle Menschen haben einen Finite Pool of Worry, das heißt, wir haben nur eine bestimmte Sorgenkapazität, wenn der Scheißefilter voll ist. Dann können wir halt nicht mehr so, ich lache gerade so, weil das ein Stichwort ist, was ein sehr guter Freund von mir gerne verwendet. Dann können wir halt nicht mehr. Und wenn Corona gerade Kapazitäten frisst, wenn ich Existenzängste habe, weil mein Restaurant oder mein Hotel jetzt das dritte Mal in Folge wegen einem Lockdown zumachen muss, dann ist die Klimakrise weit weg. Und dann geht es vielleicht eher darum, soziale Fragen zu diskutieren. Dann schafft man es vielleicht über Corona und Zoonosen irgendwann dahin zu kommen. Da ist ja noch was viel Größeres, was auf uns zukommt. Und was würdest du brauchen in Zukunft, damit du dein Leben gut führen kannst in weiteren Krisen, die kommen werden? Aber das sind dann lange Gespräche, die sich entwickeln. Und immer hilfreich auch zu versuchen, sich zu versichern, dass man die Person richtig verstanden hat. Weil manchmal sagen die was und benutzen Wörter und ich verstehe die Wörter ganz anders, als die das meinen, weil das für die eine andere Konnotation hat als für mich. Da sind wir beim Thema Framing. Und dann reden wir ein Stück weit aneinander vorbei. Also das hilft es immer mal so auch in eigenen Worten, das nochmal zusammenzufassen und zu fragen, ob derjenige das wirklich so gemeint hat. Manchmal hat man furchtbare Missverständnisse.
Also, so im Sinne von Motivational Interviewing, das ist tatsächlich eine Gesprächsführungsform, die aus der Suchttherapie kommt, wo man ja auch Menschen hat, wo es eigentlich relativ eindeutig ist, wenn du jetzt nicht so viel trinken würdest, wäre besser für dich, aber sie schaffen es halt nicht, damit aufzuhören. Da geht es darum, die Seite in der Person zu stärken, die dafür ist, aufzuhören. Mit dem Trinken zum Beispiel oder in dem Fall mit Konsum oder Autofahren oder wie auch immer. Aber nicht, indem man die Argumente pro liefert, sondern indem man der Person selber hilft, ihre Pro-Argumente zu finden. Das ist das, was ich meine mit Menschen überzeugen sich selbst. Also wir müssen denen sozusagen helfen, dabei Argumente für sich selber zu finden und auch zusammen dann vielleicht im späteren Verlauf zu überlegen, welche Hürden könnte es denn für dich geben und wie schaffst du es, die zu überwinden? Also nicht auf die Hürde gucken, sondern auf die Überwindung zu gucken. Ganz wichtig. Das ist das, was mit Empowerment gemeint ist hier. Also zuhören, nachfragen, auf das Gegenüber eingehen und den da abholen, wo er gerade steht. Also was ist vielleicht sein Bildungsniveau? Was könnten die Werte sein, die der Person wichtig sind? Warum ist das Thema für die relevant? Wo und wie erreiche ich die Person? Und das ist vielleicht also ein besonders schwieriges Setting, wenn man Menschen an einem Infostand ansprechen will. Das ist vielleicht nicht der beste Ort, sondern vielleicht besser irgendwie unter Freunden in einem netten Gespräch, wo man Zeit hat für sowas. Und manchmal sind wir vielleicht auch nicht der richtige Kommunikator, die richtige Kommunikatorin für die Person, weil, wie wir bei Verschwörungsmentalität gesehen haben, es viel auch um Vertrauen geht. Vertrauen gegenüber der Quelle, von der die Informationen kommen. Und ich als jemand aus dem näherökologischen Milieu bin vielleicht der die falsche Kommunikatorin für jemand aus dem prekären Milieu. Da muss man dann vielleicht eher gucken, wo finden wir vielleicht Verbündete, die für dieses Milieu relevante Messenger sind, die diese Nachricht irgendwie platzieren können. Und vielleicht hat man selber Verwandte, die dann irgendwie in diesen Bereichen ausstrahlen können. Oder ja, Stars oder wen auch immer, der da irgendwie noch was platzieren kann. Also was braucht man gegenüber gerade auf dem Weg dahin? Sind es weitere Informationen? Sind es Denkanstöße? Sind es Handlungsoptionen? Viele Leute fühlen sich ohnmächtig und wenn wir Handlungsoptionen haben, dann kommen wir auch ins Handeln. Das macht Selbstwirksamkeitserfahrungen, die uns dann motivieren, weiterzumachen. Vielleicht geht es auch einfach um Anerkennung der Probleme, die die Person gerade damit hat. Und dann können wir anfangen, zusammen davon zu träumen, wie schön unsere Zukunft werden könnte, wenn wir alle diese Probleme zusammen gelöst haben. In dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich fand das doch sehr, sehr hilfreich, auch für mich persönlich. Ich denke, da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen, wenn man mit verschiedenen Levels sozusagen an KlimagegnerInnen redet. Das ist ja ein Spektrum, wie du auch gesagt hattest. Und ja, ich fand am Anfang, wo du auch gesagt hast, mit gefühls- und wertebasierter Kommunikation, dass man das so als Knackpunkt sozusagen am Anfang braucht, um die Menschen dann auch sich von sich selber sozusagen überzeugen zu lassen, fand ich ziemlich hilfreich, aber auch vor allem dieses Resist, Understand, Listen und Empower, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich denke, so eine Tools, wenn man die an der Hand hat, dann bringen die einem wirklich auch was und man kann die nehmen und damit arbeiten. Genau, ich mache auch nochmal eine kurze Bildschirmübertragung. Da haben noch ordentlich viele auch ihre Emotionen geteilt. Und wir, ja, also von Angst bis Hoffnung, bis Hoffnungslosigkeit, also es ist irgendwie alles dabei. Melancholie, also es ist sehr, sehr, sehr großes Spektrum, fand ich ziemlich interessant auch. Und ja, gerade weil du auch über soziale Themen und Nachhaltigkeitsthemen, dass man die verbinden muss, um da irgendwie so einen Konsens zu finden und nicht so eine Spaltung der Gesellschaft zu erzeugen, weil du darüber geredet hast, da können wir gleich daran anknüpfen und eine Überleitung zur Klimagerechtigkeit finden. Das ist nämlich das nächste Thema, das.